So, dann heiße ich euch erstmal recht herzlich willkommen zu meinem neuen Projekt, zu meinem neuen Let's Play. Wir spielen Costume Quest. Habe ich mir vor kurzem erst über Steam bezogen. Und darauf freue ich mich schon besonders. Ich kenne mich mit dem Spiel kaum aus. Weiß nur, dass es eine Art Rollenspiel-Adventure-Mix ist oder sowas und passt genau deswegen auch auf meinen Kanal. Ist vielleicht etwas kindlich angehaucht, wie man hier schon sieht. Spielt übrigens an Halloween. Also könnt ihr euch gerne an Halloween reinziehen. Ich weiß nicht, wie lang das Spiel geht. Ich weiß nicht, um was es geht. Ich habe gar keine Ahnung. Ich hatte ja mal oder habe es vor, vielleicht habe ich es auch schon, eine Top 150 über meine beliebtesten Rollenspiele zu machen. Costume Quest war bisher noch nicht dabei. Vielleicht eröffnet dieses Let's Play ihn somit den Eintritt dafür. Schauen wir mal. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Es geht um Kinder, es geht um Halloween. Besser kann es ja nicht sein. Und um Süßes oder Saures. Also, ich habe übrigens mal ein neues Spiel angefangen gehabt. Aber nur, um die Grafik zu testen und ob es aufzunehmen geht. Klar, das muss man ja vorher probieren. Aber wir starten natürlich ein komplett neues Game. Ich spiele mit dem Xbox-Controller. Sei mir zu verzeihen, wenn ich die Tasten nicht ganz auswendig kennen sollte, weil ich bin eher der PlayStation-Spieler, wenn man das so sagen darf. Und mit dem Xbox-Controller kenne ich mich jetzt nicht so besonders aus. Allerdings, Windows-Spiel unterstützt keine PlayStation-Controller, ist klar. Gut, was bleibt noch zu sagen? Ach ja, es ist von Double Fine Productions. Ihr wisst schon, die ehemaligen oder der ehemalige Entwickler für Monkey Island von LucasArts, der hat das schöne kleine Spiel entwickelt. Gibt's auch einen zweiten Teil davon, vielleicht zocken wir den auch mal. Aber lange Rede, kurzer Sinn, wir starten erstmal ein neues Game. Und Gubins auf Eis? Nein. Costume Quest. So, wir überschreiben mal das Alte. Ich habe eh nicht viel gemacht. Oh, die Kinder sehen so putzig aus. Oh, sogar einen Ninja haben sie hier. Kinder, ich weiß, dass es hart ist. Okay. Ach, okay, wir können handeln. Oh, jetzt müssen wir einen Anführer bestimmen. Seht ihr das? Von dem Jungen zuckt oben das rechte Auge ein bisschen. Egal. So, nochmal herzlich willkommen zu Costume Quest. Ich wollte das eben vorlesen und habe gemerkt, das geht doch recht schnell. Ich glaube, das lasse ich lieber. Ihr könnt es ja lesen, könnt Pause machen, wenn es euch zu schnell geht. Das kann ich natürlich hier im Spiel nicht. Ich glaube, es gibt aber auch Stellen, die ich vorlesen kann oder wo ich die Synchronisation übernehmen kann. Die kommen aber später, da kann man, glaube ich, selbst wegklicken, wenn man es durchgelesen hat. In den Shows funktioniert das leider so nicht. Schade. Naja, kann ich der Mutter erstmal keine Stimme verpassen. Ist dem so. Gut, jetzt können wir erstmal jemanden zum... Dem zuckt das Auge! Jetzt können wir erstmal jemanden... Oder ist das vielleicht ein Grafikfehler? Sehe ich das nur? Oder zuckt mein Auge? Nee, der möchte gewählt werden. Der möchte gewählt werden und das tun wir auch. Wir sind ja auch männlich. Und deswegen nehmen wir den Jungen. Das gibt aber nur noch mehr Streit, oder? Wenn man sagt, hier Kinder, ich wähle einen Anführer und du bist es, dann ist der andere beleidigt. In diesem Fall halt das Mädchen. Egal. Können wir keine Rücksicht drauf nehmen.
Reinhold heißt der Gute. Das geht wirklich viel zu schnell. Mann, die Arme, so ein schreckliches Kostüm hat die doch gar nicht. Was ist die? Was stellt die überhaupt da? Ein Fuchs mit einem Ohr? Ja, wir haben es nicht eilig, nach Hause zu kommen, klar. Das ist mein Zuhause. Da unten ist ein Bonbon. Und wir sind, was sind wir? Wir sind ein Roboter, oder? Roboterliebe. Das ist jetzt falsch. Du siehst erschöpft aus. Wie wäre es, wenn wir uns... Was? Wenn ich uns anführe. Nein, 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 nein. Mutter hat gesagt, ich bin der Anführer und dabei bleibt's. Okay, jetzt müssen wir Süßigkeiten finden. Kommen wir hier irgendwie weiter? Da sind viele Süßigkeiten. Da liegen auch welche auf dem Boden, aber wir kommen hier nicht drüber. Können wir irgendwie springen? Wir können noch gar nichts machen. Ich klicke mich hier durch die Tasten und es funktioniert gar nichts. Gar nichts. Halte deine Sammeltüte nicht so. Das sieht verzweifelt aus. Hier! Ich bin verzweifelt. Ich brauche Bonbons. Von mir sammelt hier niemand Süßigkeiten ein. Ich bin, der junge Fred Durst. Und was ist das für ein Kostüm? Ein Robo-Schlappi? Eine Verlierotronic? Langweiliger 5000? Ah, guck so. Da kann ich die Stimmen doch nachmachen. Aber in den Shows leider nicht. Schade. Wirklich schade. Aber die haben hier das Offensichtliche gemacht. Die haben den Weg versperrt, dass wir hier nicht weiterkommen können. Also frei umsehen ist jetzt erstmal nicht. Oder können wir uns hier lang schmuggeln? Entschuldigung, ich möchte gerne durch. Entschuldigung, ich drehe gerne durch. Abgedreht. Abgelehnt, dachte ich. Hier kommen wir auch nicht durch. Ach, guck mal, was sitzt denn da oben, Süßes? Ein Gespenst, ein Zyklopengespenst, ein einäugiger Geist. Vergiss nicht. Wenn du mich alleine lässt, bekommst du Hausarrest. Will ich doch gar nicht. Hallo? Können wir hier nicht lang? Sieht wohl nicht danach aus. Das heißt, wir müssen vielleicht erstmal die Häuser hier abklappern. Oder hier sind wir daheim und da ist das nächste. Komm, klopfen wir mal. Süßes, sonst gibt's Saures, genau. Och. Der hat uns voll beleidigt. Wir haben doch ein schönes Roboterkostüm und unsere Schwester hier hatte dieses hässliche. Ich wusste, dass uns dein dummes Kostüm einen Strich durch die Rechnung machen würde. Woher willst du wissen, dass es nicht dein Kostüm war? Vielleicht hassen sie beim nächsten Haus Roboter und lieben Müll. Ich meine, Süßigkeiten. Da, schau nur, in diesem Haus ist Licht. Das bedeutet, dass jemand zu Hause ist. Lasst uns dahin gehen. Geschwind. Moment. Wie war das? Wenn wir dich allein lassen, bekommen wir Hausarrest. Ob das so eine gute Idee ist, da zu klopfen? Ja, genau. Süßes sonst, Was? Wieso guckt er uns so an? Der entführt unsere Schwester. Der hat unsere Schwester mit einem Bonbon verwechselt. Ach, na toll. Natürlich, jetzt müssen wir die einholen. Oder? Wir können nochmal klopfen. Süßes, sonst gibt's Saures. Oder wir gehen zurück zu Mutti. Nein, da bekommen wir Ärger. Das will ich nicht. Wo ist denn der lang gelaufen? Hier wahrscheinlich.
Eigentlich könnte ich das doch auch vorlesen. Wenn es nicht so schnell geht, wie das hier. Sprechanlage zum Friedhof. Lass mich runter, du Kröte! Hast du das gehört? Bonjon muss sich das ansehen. In Ordnung, wirf das mal zur Untersuchung rüber. Oh Gott, was? Wer ist denn... Unsere... Ey! Dieser Drecksack! Das stimmt! Jetzt gibt's Ärger, Krubbin! Was, wir müssen fighten? Du willst ein kleines Kind schlagen, du Drecksack! Genau, das reicht! Oh je, wir sind sauer! Und werden, oh Gott, wir werden zu einem Transformer! Oh, geil! Oh Gott! Na gut, der sieht aus wie ein dreckiger Ork. Du bist in einen Kampf eingestiegen. Besiege das Monster im Kampf, um Erfahrungspunkte, Süßigkeiten und andere Belohnungen zu erhalten. Drücke X, um deinen einfachen Angriff aufzuführen. Ja, gut. Raketenhagel haben wir noch. Mit B. Aber das Spiel sagt, wir sollen erstmal normal angreifen. Und ein Erfolg! Wham! Das ist so comichaft, ne? Müssen wir B drücken. Haben wir abgewehrt. Okay, gar nicht so schlecht, dieses Kampfsystem. Rundenbasiert mag ich eh. Und auch so, wie sagt man, so ein aktives Kampfsystem, wo wir uns auch einmischen können, ne? Wo wir nicht einfach blind angreifen, so wie bei Final Fantasy manchmal, in den alten Final Fantasy Teilen, sondern wir müssen auch Knöpfe drücken. Finde ich gut, obwohl ich halt, ja, die Knöpfe von der Xbox nicht wirklich auswendig kennen. Das könnte ein großes Manko sein. Ja, ich probiere es mal trotzdem. Und los geht's mit einem einfachen Angriff. Schlagen wir ihn aufs Maul. Ich find's lustig, dass die jetzt so aussehen, wie sie jetzt aussehen. Wie so ein Roboter. Wir haben Roboterkostüme, sind ein Roboter, klar. Und der ist ein dreckiger Ork. Ein Gubbinwächter. So, jedes Kostüm verfügt über eine Spezialfähigkeit, die sich während des Kampfes auflädt. Deine Spezialfähigkeit ist jetzt voll aufgeladen und einsatzbereit. Drücke Y, um deinen Raketenhagel einzusetzen. Alles klar, Feuer frei. Das war's mit dir. Süß. 350 Erfahrungspunkte und 25 Süßes. Ja, ich wundere mich auch. In was haben wir uns da verwandelt? Und wer bist du? Oh Gott. Godzilla. So freundlich ist die jetzt nicht, ne? Was? Was? Echte Magie? Hey! Oh! Oh nein! Unser schönes Kostüm! Was hast du gemacht, du dreckige Hexe? Och, der Arme. Oh, er tut mir leid. Ach, guck mal. Hi, Süße. Nein, macht sie doch nicht. Die will, dass wir ihr folgen? Ach, schau mal einer an. Ein Plan? Huch.
Ja, sie ist abgezischt da vorne. Ist sie. Inhalt wird gespeichert. Ja, den Computer nicht ausschalten. Würde ich jetzt auch nicht tun. Deine Sammeltüte kann manche Objekte zerschlagen. Um ein Objekt mit dem Tütenschlag zu zerschlagen, musst du dich diesem nähern und X drücken. Ach cool, jetzt können wir angreifen, komm her. Blödes Schild. Blöde Müll. Ach guck mal, kriegen wir Bonbons. Ach schön, werden sogar die Buttons alle angezeigt. Und wer bist du? Können wir dich auch schlagen? Entschuldigung, ich hätte... Was, das hätte ich von Travis erwartet, nicht von dir. Wer ist Travis? Egal, wir sind ein Rowdy. Polizistin Nichols. Hast du irgendwas zu sagen? Ich muss da durch. Diese Monster haben meine Schwester durch dieses schwarze Tor mitgenommen. Tut mir leid, Kind. Die Straße ist wegen eines Verkehrsunfalls gesperrt. Ach Mist, nur weil der zu doof war zu lenken. Und die Mülltonne hier getroffen hat. Scheiße. Wie kommen wir jetzt da durch? Wir müssen wahrscheinlich erst unser Kostüm finden. Ach, die Verknubbelnasen haben. Können wir das zerschlagen? Nö. Wahrscheinlich die so leuchten. Ja, genau. Und wir kriegen Bonbons. Süßigkeiten. Lecker Schmecker. Das ist auch auffällig. Ist das Müll? Ist das Stinkemüll? Wer lässt denn hier seinen Müll hier rumliegen? Und Bonbons aus den Mülltonnen holen wir uns natürlich auch. Schmecken bestimmt sehr geil. Springen können wir... Ah, okay. Hier sind die Aufgaben. Ich muss mich erst da ein bisschen reinfinden. Ich kenne es ja noch gar nicht. Roboterreparaturen. Willkommen in Upburn Pines. So heißt wohl die Stadt. Suche Wren. Finde mehr über die unheimliche Hexe heraus, die mein Kostüm gestohlen hat. Ja, das ist merkwürdig. Die hat echte Magie benutzt. Die es in unserer Welt gar nicht gibt. Mysteriös. Und das an Halloween. Und Roboterreparaturen. Dorsilla hat mein Kostüm ruiniert. Ich muss es reparieren. Finde mein Roboterkostüm. Finde meine Roboterkostümmaterialien. Alles klar, werden wir tun. Die Katze hat uns ja schon den Weg gezeigt. Hier sind Muster. Ah, da finden wir bestimmt noch mehr Kostüme. Garantiert. Fundort, Einkaufszentrum, Autumn Heaven. Mehrere Bezirke. Ach, okay. Gut. Halloween-Karten. Noch gar nichts. Kampfmarken von Reynold. Gibt's auch noch nichts. Und der Status. Da haben wir GP60 und AK18 Sammeltüten unten. Level 1. Okay. GP sind wohl Gesundheitspunkte und AK sind Aktionspunkte, denke ich mir mal. Springen können wir nicht. Das heißt, es gibt nur einen Pfad, den wir nehmen können. Das wäre momentan dieser hier. Und natürlich Bonbons noch und nöcher gammeln. Aus den Mülltüten fischen. Und da vorne ist eine stinkende Truhe. Du hast eine Schatzkiste gefunden. Man weiß nie, was sich in so einer befindet. Ich weiß es, glaube ich. Du hast ein Kostümmaterial bekommen. Pappkarton. Das frage ich mich auch. Was macht denn so eine hier drinne in dem Land? Finde 3 Kostümbestandteile, um ein Kostüm zu machen. Ja, wir brauchen wieder unser Roboterkostüm. Roboterliebe. Gefällt mir aber recht gut momentan, dieses Spiel. Vom Grafischen her, naja, nichts Besonderes, aber niedlich gemacht. Da hinten ist noch eine Truhe. Sound, naja. Ich halt schade, dass es nicht vertont ist. So, du hast ein Kostümmaterial bekommen. Alufolie. Ja, wahrscheinlich auch für unser Roboterkostüm. Und da hinten ist bestimmt das Letzte drin. Wir müssen unseren Weg durch die... Oh, haben wir einen vergessen. Durch die Mülltüten bahnen. Weg mit euch hier. Hundehütte auch kaputt. Komm raus, du Hund. Wir nehmen es mit jedem auf. Ah, na gut, momentan haben wir kein Roboterkostüm. Momentan sind wir ein bisschen schutzlos. Ah, Rollschuhe haben wir noch gekriegt. Ah,
super, du hast alle Kostümbestandteile gefunden, die du brauchst, um das Roboterkostüm zu basteln. Und das haben wir auch selbstständig gemacht. Oben wird uns B angezeigt. Ach, geil! So können wir uns schnell fortbewegen. Schön. Oh nein, da ist wieder der. Hey, warum hast du das getan? Ich befolge nur meine Befehle, Kind. Bleib uns aus dem Weg. Und wie doof kann man sein? Was habt ihr mit meiner Schwester gemacht? Tut mir leid, ich habe keine Zeit zu plaudern. Hey, ich stinke nicht. Blöder Drecksack. Das haut er auch noch ab. Manche Kostüme bieten Spezialfähigkeiten, die dir in kniffligen Situationen helfen können. Ah, so kommen wir nämlich nicht da hoch. Das heißt... Jupp, so. Genau, jetzt müssen wir durch das große Monstertor. 300 Erfahrungspunkte haben wir gekriegt. Aber die lässt uns bestimmt noch immer nicht durch, oder? Ich muss da durch. Die Monster haben meine Schwester durch dieses schwarze Tor mitgenommen. Tut mir leid, Kind. Die Straße ist wegen eines Verkehrsunfalls gesperrt. Ach, blöde Polizistin. Kinder, man schlägt keine Polizisten. Nur so als Info. Selbst aus den Briefkästen können wir uns Süßkram rausholen. Klopfen können wir da nicht mehr. Ich würde sagen, ich schaue mich hier erstmal ein bisschen um. Hol mir noch ein bisschen Süßkram. Ja, der hat uns ja auch nichts gegeben, der Idiot. Zurück können wir wahrscheinlich nicht. Ja, dann wollen wir auch nicht. Wir kriegen eh nur Anschiss. Nur Hausarrest. Weil wir unsere Schwester verloren haben. Hier hinten? Geht nicht. Ich denke, dazu müssen wir irgendwie eine Fähigkeit mit Springen bekommen. Vielleicht kriegen wir die noch irgendwie, irgendwo, irgendwann. Ach, da, guck mal. Aber so kommen wir nicht rüber, ne? Nein, schade. Aber Bonbons gammeln ist immer gut. Die lasse ich mir nachher in den Magen regnen. Lecker. In Amerika ist ja Halloween richtig, richtig groß. Bei uns nicht ganz so. Das kam auch erst, glaube ich, so in den 90ern auf bei uns. In Amerika ist das ja schon ewig Tradition. Da ist noch eine Kiste. Aber an die kommen wir nicht, ne? Nein, schade. Geh mal weg, du Rabe. Mist. Oh, da oben streiten sich welche. Ach, das ist doch der vorhin, der uns nicht durchlassen wollte. So, so, der hat jetzt Probleme, wie es scheint. Moment, darum kümmern wir uns gleich. Oder jetzt. Ich glaube, da kommen wir eh nicht mehr hin. Hier ist auch nichts. Alles klar. Das heißt, der einzige Weg führt wirklich hier oben. Zu der Prügelei, oder? Was? Um was streiten die sich denn? Um irgendein Paket? Schauen wir mal. Der Everett. Danke, Travis, für... Au! Die Erläuterungen zum Begriff Nervensäge könntest du... Au! Mich jetzt bitte in Ruhe lassen. Du hast keine Erlaubnis, hier um Süßigkeiten zu betteln, Everett. Alle neuen Kinder müssen warten, bis sie dran sind. Hey, was ist hier los? Es wird Zeit, ihr neuen Kinder lernt. Nee, es wird Zeit, dass ihr neuen Kinder lernt, dass es heute Abend in dieser Gegend nur darum geht, dass ich Süßigkeiten bekomme. So der kleine Raufbold hier. Tatsächlich? Ich dachte, es ginge darum, dass du Saures bekommst. Weißt du, mir fällt gerade auf, dass ich noch nie einen Roboter verkloppt habe. Komm her! Na komm schon, wir verwandeln uns wieder in einen Transformer. Lauf, tapferer Samariter! Er ist ebenso schnell wie unempfänglich für Vernunft. Wie geil. Inhalt wird gespeichert, Aufgabe hinzugefügt. Das schaue ich mir mal kurz an. Ach, guck mal. Süßes gesammelt. 2 von 20 Häusern haben wir abgeklappelt. Abgeklappert. Dann müssen wir natürlich unsere Schwester suchen. Mehr über die Hexe herausfinden. Und hier auf Schutz programmiert. Rüpel tyrannisieren die Schwachen in Umbrum Pines. Umbern, oder? Umbern, nicht Umbrum.
Auburn, so, jetzt haben wir es. Auburn Pines. Jemand muss sie aufhalten. Benutze die Schubfähigkeit meines Roboterkostüms, um schneller als Travis zu sein. Okay, wie machen wir das? Nochmal ansprechen. Ich bin nicht fürs Scheitern programmiert. Oh Mann, ich hasse Nervensägen. Lauf! Ich werde dich zermatschen. Lauf! So, hä? So. Na? Boah! Jetzt aber nichts wie weg hier. Nein! Ach Mist! Ha! Hab dich! Langsam, Botter! Das klingt wie Harry Potter. So, nochmal. Ich bin falsch gefahren. Auf ein neues. Los geht's, junger Fred Durst. Mit irgendwelchen roten Backen. So, wir müssen von denen davonfahren. Ach, guck mal, die zeigen uns sogar alle den Weg. Wahrscheinlich immer nur der Straße entlang. Huch, da geht's nicht lang. Ich hoffe mal, wir können uns danach frei umsehen. Das wäre ja geil. Da holt uns ein. Wir dürfen nicht zu sehr uns ablenken lassen. Hui! Geschafft. Was für ein... Die Straße ist frei. Zeit, dieses große schwarze Monstertor aus seinen Angeln zu heben. Oh Gott, das war so irre. Wie hast du das gemacht? Hast du ihm einen, Ermüdungszauber verpasst? Oder einen unsichtbaren Gletscherwind? Ich weiß nicht, was sich der Kerl gedacht hat. Er scheint, er hat keine Ahnung, wie schnell Roboter sind. Oder wie gut Ritterhiebe wegstecken können. Ja, das ist ein ziemlich tolles Kostüm, das du da hast. Danke, deins auch. Sollen wir tauschen? Ich bin mir nicht sicher. Lass es mich mal ausprobieren. Oh, cool. Cool, cool. Ich musste eben kurz schneiden. Nur so zur Info, ich hatte mich ganz schön verschluckt. Konnte kaum atmen und gut, egal. So, geht weiter. Halte rechte Taste gedrückt und wir können... Ach, guck mal. Unsere Kostüme sind beide unglaublich spitze. Wir sollten zusammenhalten. Ich habe eine Aufgabe zu erledigen. Ich muss meine Schwester vor den Monstern retten. Ich wette, du hast die Monster bemerkt. Ich helfe dir bei der Aufgabe. Aber ich habe Angst. So. Aufgabe erledigt. Du bekommst 300 DP. Dein Schild gefällt mir wirklich gut. Hey, cool. Haben wir jetzt eine andere Fähigkeit? Ach ja. Oh, cool. So können wir Sachen abwehren. Geil. Kommt nur her. Kommt nur her. Jetzt können wir uns aber in der Stadt erstmal frei bewegen. Ich muss das mal ab und zu hier oben lesen. Schade, dass es wirklich nicht vertont ist. Das ist blöd. Aber ich möchte mich erstmal schneller bewegen, wenn wir jetzt die Stadt frei erkunden können. Das heißt, wir nehmen erstmal wieder unser Roboterkostüm und los geht's. Ach, guck mal, wir können jetzt hier alles einsammeln. Schön. Können wir auch schaukeln? Hallo? Schaukeln. Oder hier? Komm, geh drauf. Ah, ja, komm. Ja. Los, geh drauf. Ich schub's an. Geh schon. Ja, der Arm wird bestimmt lang. Und wer bist du? Können wir mit dem quatschen? Daisy. Ja, ich gehe jedes Jahr als Geist. Viele Süßigkeiten, wenig Aufwand. Und viel Schläge, weil du ein Scheißkostüm hast. Aha, du hast nur ein Bettlaken. Du hast nur ein Bettlaken.
nicht wir. Da vertauscht die was. So, geht weiter. Ach, guck mal, da können wir mit X. Da, ja doch. Ja, klar. Konnten wir anstoßen. Jetzt können wir uns wirklich frei bewegen. Geil. Dann klappen wir doch mal die Häuser ab. Und hier können wir auch wieder rüber. Falls wir hier was vergessen hätten, was wir, glaube ich, nicht haben, oder? Nö. Gut, erkunden wir mal ein wenig die Stadt, würde ich sagen. Da freue ich mich schon drauf. Na? Na? Wupp. Kommt der auch? Ja. So, wir waren hier. Schön die Mülleimer wieder durchsuchen. Wenn es Bonbons gibt, bin ich immer dabei. Und natürlich klopfen wir für Süßes oder Saures. Boah, oh. Boah, das hat sich ja gelohnt. Geil, wir waren die Letzten. Die anderen Kinder brauchen nichts. Aber sah der nicht auch so aus wie der von vorhin? Haben die vielleicht denselben Skin immer? Da ist ein Pirat. The Randy. Eigentlich müsste ich brennende Kerzen in den Haaren haben, so wie Blackbeard, aber Mama hat Nein gesagt. Mama tut ganz gut daran, Nein gesagt zu haben, sonst würdest du jetzt in Flammen stehen. Das wäre nicht gut, mein Junge. Das wäre nicht gut. Fröhliches Halloween ist sogar eingedeutscht, das ist schön. Gibt's hier was zum Zerstören? Zum mutwilligen Zerstören. Ich will Bonbons. Ich will Bonbons. Ich will Süßes oder Saures. Oh nein. Na gut. Fein. Oh geil. Guck mal, wie der aussieht. Oh, wie ein richtiger Ritter. Oh, zwei von der Sorte. Gubin Kanonier und Gubin Wächter. Na gut, dann wollen wir mal. Zuerst wieder ein einfacher Angriff gegen... Naja, wir probieren erstmal hier gegen den Kanonier. Oh, wegrennen können wir auch. Nein, wir stellen uns mutig dem Kampf. Ach, scheiße. Das war zu früh. Da sollten wir aber auch hinkriegen. Einfacher Angriff. Und jetzt X drücken. War wohl auch zu spät. Ich habe den Controller noch nicht so ganz raus. Scheiße. Ah, Mann, 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 Mann. So, nochmal. Und los. Geht's. Ah, fast, fast, fast. Erfolg. Wham. Ah, ich bin zu langsam. Das haben wir aber geschafft. Abgewehrt. So, jetzt gibt's den Raketenhagel. Ah, den Gubin-Kanonier, das wäre zu schade, glaube ich. Lieber hier auf den Wächter. Dass der nochmal ordentlich was abgezogen bekommt. Das geht auf beide. Sehr schön, der eine brennt. Ein Wachschild. Okay. Ob wir nachher noch andere Gefährten bekommen? Bestimmt. Ja, also ein bisschen Taktik ist da schon dabei. Wähle mit L ein Gruppenmitglied und drücke dann A. Ich glaube, Everett... Obwohl Reynolds. Jetzt müssen wir einen anwählen, wer dieses Schild bekommen soll. Komm, wir probieren es mal. Spüre die Macht des Ritters. Ja. Mist, falscher Knopf, aber wir haben ja unser Schild. Sehr schön. Einfacher Angriff? Hallo? Können wir, ja, was ist denn jetzt los? Eben hat es irgendwie nicht funktioniert, mein Controller. Ich glaube, der hat sich ausgeschaltet und schon wieder, ich glaube, der will nicht mehr. Kann sein, dass die Batterien leer sind. Mist, genau jetzt. Guck mal, was wir gekriegt haben. Fruchtschaum und noch irgendwas. Ah, Mann. Wieso funktioniert der Controller jetzt gerade nicht mehr? Das hat mich eben gestört. So, jetzt geht er wieder.
Sehr seltsam. Aber das will uns zeigen, dass wir vielleicht mit der ersten Folge langsam aufhören sollten. Das werde ich nämlich jetzt auch tun. Hat mir Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich glaube, ich spiele dieses kleine Game weiter. Auch wenn es jetzt ein paar Komplikationen mit Controller gab und ich musste einmal husten. Macht nichts. Passiert. Ich kenne die Tasten noch nicht hundertprozentig auswendig. Werde ich lernen. Aber das Spiel macht doch, ja, sehr viel Spaß. Ich finde einfach dieses Setting total geil. Und dass es Kinder sind, die sich dann im Kampf verwandeln in richtige, epische Kreaturen, Monster oder Helden einfach. Geil. Finde ich toll. Ich werde es weiterspielen. Würde mich freuen, wenn ihr auch da mit dabei seid, wenn ihr mich begleitet auf der Reise, wenn ihr Everett und Reynold begleitet. Und wenn wir hier das nächste Mal neue Süßigkeiten in die Tasche stecken. Also dann, ich wünsche euch was. Bis zur nächsten Episode von Costume Crest. Ciao.